Hallöchen, seid gegrüßt. Ja, ich wollte ja mit Wreckfest weitermachen und da habe ich bemerkt, dass ich hier noch ein zweites Spiel habe von Wreckfest. Das ist Next Car Game Technology Sneak Peek. Ja, welcome to the new version of the Next Car Game Technology Demo. Also es ist nur eine Demo, featuring a physics cannon. Haha. This is a playground scene that we use to internally to test various features like car damage and environment destruction. Ja, das ist eine scheinbar hier eine Testfläche, wo die rumfahren können, wo man die Demolitions testen kann, also die Demolationen am Auto. Ja, in the final game, the action will take place on many locations, including a number of racetracks and derby arenas. We simply wanted to give you a chance to have fun while we work on developing the game. Ja, das haben sie jetzt hier rausgegeben. Selber, wie sie testen und Spaß dran haben, können wir auch Spaß dran haben. Jetzt muss ich mal kurz das Mikro hier noch ein bisschen verschieben. So. Hat ein bisschen geruckelt bei euch. Ja, und hier sind nochmal die ganzen, Belegungen. Ich spiele aber mit einem Gamepad, damit geht das irgendwie am besten. Ja, note that this demo does not represent the gameplay or the quality of the final game. Ja, das ist klar. We are still going to improve your technology on many fronts, such as car damage and handling, and early access customers will get a chance to experience the improvements firsthand during the early access phase. Have fun. Ja. Also man soll nicht zu viel Erwartungen hier reinstecken. Ja, man sieht hier schon, was hier alles abgeht. Die haben hier wahrscheinlich die maximale Anzahl an Spielern reingesetzt. Und ja, hier kann man ein bisschen Spaß haben. Bam! Wird man erstmal komplett durch die Gegend geschmissen. Hat mir persönlich, ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme das einfach mal mit rein. Das habe ich vorhin entdeckt und habe erstmal 20 Minuten die ganze Zeit Spaß gehabt. Und habe hier ein bisschen rumprobiert. Und das macht echt viel Spaß, weil man hier auch die ganze Zeit so... Warte, ich demonstriere es mal. Bam! Man kann die ganze Zeit auch... So, hau mich mal kaputt hier. Klappt nicht so ganz wie vorhin. Man kann ja jetzt zum Beispiel... Haha, Repair All. Dann kann man einfach weiterfahren. Und hier, das ist auch krass. Warte, das zeige ich mal. Lalalala, stehen sie ja schon an. Alter, da ist ja gar nichts mehr beim Auto. Ah, das ist so krass, was hier letztendlich alles passiert. Was man hier alles machen kann und... Ja, wie gesagt, die Entwickler, die spielen hier selber ein bisschen rum. Hier, dem schiebe ich da mal mit rein. Gleiches Leid. Ja, dann sehen die letztendlich so aus. Und es fehlen einfach nur komplett die Räder. Man sieht nur noch die Scheibenbremsen. Ja, da sieht man den Motorblock und... Man glaubt es kaum, das Ding fährt noch. Ja, dann kann man jetzt... Hupala, dann kann man hier zu... Ja, hier kann man zum Beispiel die ganzen Gegenstände betrachten. Die ganzen Polygone und so wahrscheinlich. Hupala. Na los! Ja, dann kann man halt sein Car auch resetten, dann kann man die ganze Sache von vorne machen. Wahrscheinlich gibt es hier verschiedene Checkpoints. Ja, und dann sieht die Karre so komplett durch aus. Ja gut, jetzt fährt sie nicht mehr. Jetzt kann man natürlich Repair machen. Warte mal, was kann man hier noch? Das habe ich gar nicht gesehen. Hoppala, Disable AI. Ich glaube, dann fahren die nicht rum, wenn ich mich nicht irre. Hoppala. Ja genau, dann fahren die nicht rum, wahrscheinlich damit die nicht rumnerven. So, oder ich finde es lustig, wenn die hier rumfahren und noch ein bisschen selber Scheiße machen. Können sie jetzt selber mal ein bisschen rumfahren. So, da hinten, das habe ich zum Beispiel gar nicht probiert. Da bin ich gar nicht reingesprungen. Erinnert so ein bisschen an Salzsee. Wow, los, komm! Mal gucken, ob ich es schaffe. Yeah! Ja, manche Sachen sind natürlich einfach nur zum Reinfahren. So, Reset Car. Guck mal, ach nee, das Ding fährt nicht mehr. Oh, ich drücke immer auf Select, keine Ahnung warum. So. Das kleine Kügelchen hier habe ich auch probiert. Da hatte ich ein paar Probleme beim Reinkommen. Da darf man nicht schnell reinfahren, weil sonst demoliert man sich schon alles beim Reinfahren, weil es so eng hier ist. Nö, 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 nö. Wie bei Simpsons der Film, falls es wer gesehen hat. Wo der da mit dem Motorrad in der Kugel fährt. Ja. Reset Car, dann landet man... Ja, hier bin ich vorhin auch gelandet. Ich habe keine Ahnung, warum. Das ist auch herrlich. Das ist so krass hier. Normalerweise, ich springe jetzt extra mal daneben. Das ist so krass, was hier... Da sieht man echt, das Auto kann nur noch aus Reifen bestehen, letztendlich.
Oder sagen wir mal aus einem Quadratmeter Blech. Lass ich dir jetzt hier mal ein bisschen Spaß haben, die kleinen Knebel hier. Man sieht, es entwickelt sich langsam vom Batmobil. Es entwickelt sich langsam vom Batmobil zum Würfelauto. Oder zum Schrottwürfel. Ja, und hier, das ist einfach nur viel zu brutal. Ja, und das Lustige ist, man sieht sogar hier bei den Reifen schon, wie krass die sich, hier unten jetzt, ich zeige gerade mit dem Finger auf dem Bildschirm, man sieht es jetzt natürlich nicht, man sieht einfach nur, wie der Reifen sich komplett verformen kann. Ja, machen wir ein Reset Car und das Ding, das fährt einfach noch, das Ding fährt einfach noch. Es bewegt sich zwar nur noch im Kreis, aber es fährt noch. Mann, so, Repair All. Ja, ich kann dir mal zeigen, was hier normalerweise, ist. Normalerweise muss man halt hier von A nach B kommen. Das ist so ein kleiner Hindernisparcours. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie hier testen. Ich glaube, das ist... Oh nein! Das ist so Handling-Testen. Und das ganze Prozedere beginnt von vorne. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, so ungefähr ist es auf einem Konzert, wenn man auf Klo möchte. So ist es auf einem Konzert. Man ist gerade vorne angekommen, hat sich einen schönen Platz reserviert und man muss auf Klo. Alter. Und das Ding hat einfach noch einen Reifen. Es hat noch einen Reifen. So, ich glaube, wenn ich jetzt Repair All mache, dann lande ich erstmal am Boden, genau. Na gut, fahren wir mal ein bisschen weiter. Wollen wir uns nicht zu lange in einem aufhalten? Was ist das da vorne? Da war ich nämlich noch gar nicht gewesen. Ach, das ist nochmal was anderes. Hab mich gerade gewundert. Ah, das ist noch ein bisschen schwerer. Nee, das kennen wir schon. Mich interessiert ja denn eher das, was tot macht. Ja, hier haben wir jetzt noch, das habe ich auch vorhin mal probiert. Alter, die Karre driftet. Ja, und ich glaube, hier kann man, wenn ich mich nicht auch, kann man hier auch Multiplayer, machen. Und dann kann man so kleine Spielchen machen, ja, wer entkommt der Spinne? Ohne sich zu schrotten. Ja, ich glaube, hier sucht man nach draußen und dann kann man zusehen, wie das Auto sich langsam verdünnisiert. Jawohl! Lalalala! Ausgeschissen. So, hier liegen die Überreste und das Ding fährt einfach nur noch. Es kann sogar lenken. Ja. Reset Car. Hoppala. Und Repair All. Jo, das haben wir auch einmal durch. Haben wir schön einen Punkt gemacht. Sind knapp an der 7 vorbei. Hier kann man auch schön springen. Und dann letztendlich in Häuserhaufen. Ich bin letztes Mal drüber gesprungen, deswegen gebe ich mal nicht so viel Gas. Yeah, boing. Hier kann auch echt alles zusammenbrechen. Hier passiert echt alles. Und mein Controller vibriert die ganze Zeit. So wird man aus dem Ring geschleudert. So, Repair All. Repair All. Ich glaube, wenn man Repair All macht, dann repariert sich, glaube ich, die ganze Welt. Ja, hier ist nochmal ein Skisprung. Den mache ich jetzt auch nochmal schnell. Nanu! Man kann die Geschwindigkeiten hier auch echt gar nicht einschätzen, weil hier alles weiß ist auf dem Boden. Wenn hier wenigstens so ein paar Akzente auf dem Boden wären, könnte man das wenigstens noch ein bisschen einschätzen. Und deshalb bin ich hier auch voll rübergebrettert. Neng, 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 neng. Ja, da haben die Entwickler auf jeden Fall ihren Spaß, während sie entwickeln. Aber gut, ist ja ernst, wenn man dann zum Beispiel irgendwelche Bugs hat, die man dann beheben muss. So, letztes Mal bin ich bis 90 gekommen, glaube ich. Lalalala. Kurz 120. Na gut. Juhu. Bumm. Ja, was haben wir hier noch alles? Ja, ich habe jetzt beschlossen, Wreckfest werde ich jetzt auf jeden Fall... Ich werde es versuchen, irgendwie... immer so 15 Minuten Folgen zu machen und dann Break zu machen. Das wird doch das erste Let's Play, wo ich nach jeder Folge unterbrechen werde. Los, ein noch! Juhu! Und quer nach unten. Bumm. Alter. Die sieht doch so durch aus, die Karre. Die sieht aus wie so ein alter Ami-Wagen. Oh, was ist das? Komme ich da durch? Ja, hat keinen Sinn mehr. Ich mache Repair. Und Reset.
So, versuche ich jetzt einfach mal durchzukommen. Oh, da vorne, da oben war ich noch nicht gewesen. Juhu! Ja, hat zwar nicht ganz geklappt, aber ein bisschen. Ich glaube, man sollte nicht permanent Vollgas geben, während man sich rollt. So, Repair All. Ja, hier ist der Anfang. Wie man unschwer erkennen kann an den Pfeilen. Oh nein! Hohoho, gerade noch so gerettet. Was ich noch doof finde am Spiel ist, dass, dass man mit der Mauer... man kann mit dem zweiten Joystick kann man überhaupt nicht rumgucken. Das Einzige, was man machen kann, warte, das demonstriere ich mal kurz. Das Einzige, was man machen kann, ist das hier. Hinten, vorne, ein Stück hoch, links und rechts. Man kann nur nach rechts und links gucken. Da würde ich mir am liebsten so... Wie bei GTA würde ich mir am liebsten erhoffen, dass man halt die ganze Zeit permanent rumgucken kann, weil manchmal zum Beispiel... Warte, das passt perfekt. Oh, Reset Car. Das passt perfekt hier gerade bei der Kanone. Da wird man so hin und her geschleudert, da sieht man dann letztendlich gar nichts mehr. Boing! Da sieht man dann nur noch... Weil der geht nach der Perspektive, geht der so... Aber gut, die haben ja gesagt, dass man nicht zu viel erwarten soll. Aber ich mache halt konstruktive Kritik und es wäre halt gut, weil sonst wird man halt... Die Kamera richtet sich halt immer nach der Motorhaube, sage ich jetzt mal, dass sie immer von vorne guckt. Juhu! Ah, das lasse ich mal komplett einstürzen hier. So, nehmen wir mal einen tragenden Pfeiler. Das ist dann wahrscheinlich der große hier. Juhu! Ja, kracht komplett zusammen. Das finde ich so geil an dem Spiel, dass hier einfach nur alles zerberstet und dann liegt das auf dem Boden. Und wenn damit nicht genug wäre, muss natürlich dann noch komplett alles, bis aufs kleinste Segment, muss dann noch kaputt gehen. Hier zum Beispiel die Hütten, das ist voll cool gemacht. Man kann hier komplett einmal seine Wut entfalten. Und ich glaube, die Dinger müssten explodieren. Nee, die hauen ab. Die hauen ab und explodieren dann. Na los! Ja, hier kann man echt seinen Spaß haben. Hier kann man sich echt komplett ausleben. Hier bin ich auch noch nicht gefahren, die Rampe. Lalalala. Juhu. Yeah, einmal durchs Backbier. Oder? Ach, das ist die Rampe hier. Doch, die bin ich schon gefahren. Aber ich hab so verwirrt. Hier ist noch ein Looping. Report. Ja, also das mit der Kameraperspektive, wie gesagt, das wäre noch ganz cool, wenn man das umstellen könnte. Ich weiß nicht, vielleicht kann man es sogar umstellen, vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd. So, Repair All. Schön den ersten Gang reinknüppeln und losfahren. So, schön an die weiße Linie richten. Juhu! Und schön durch die Fässer, oder über die Fässer drüber. Oh, hoho, nee, waren gar keine Fässer. Ja, das passiert, wenn man zum Schluss kein Gas gibt. So, was haben wir hier noch Schönes? Hier hinten waren noch ein paar Cannons gewesen. Ah, da muss ich in die Richtung. Reaper All. Reaper All. Hier ist noch so eine kleine Strecke, aber seine Balancierstrecken mag ich immer nicht so, muss ich ehrlich sagen. Muss man immer so aufpassen. Hier ist so eine Kanone. Ich finde das immer nur cool, wenn man komplett zerschossen wird. Ich glaube, die Demo kriegt man normalerweise auch kostenlos. Logischerweise. Und das ist so krass, wie die ja manchmal hin und her geschmissen werden. Ja, die kriegt man kostenlos und dann ist das wahrscheinlich so ein Anreiz. Ja, hier testet euch ein bisschen und dann bekommt ihr das normale Spiel. Das sieht man auch, wenn man hier das Spiel beendet oder die Demo beendet. Dann wird nochmal ein bisschen Werbung für die Early Access gemacht, die ich ja schon habe. Ja, hier zum Beispiel sind auch die verschiedenen Sachen, die man hier umbrettern kann. Zum Beispiel die Reifen, die habe ich ja auch schon gezeigt. Lalalala. Was gab's denn da noch? Da gab's ja hier noch die Fässer. Na toll, ein Reifen blockiert meinen Reifen. Ein blauer wohlgemerkt. Juhu. Ja, da hat sich vorhin auch schon einer versucht. Aber ich glaube, die Karre kann man einfach nicht schrotten. Das ist auch die Sache. Normalerweise würde halt stehen, ja, Finish und Spiel beendet. Oh, hier war ich noch nicht drin, glaube ich. La, ja, ja, ja. Hihihihihihi. Einmal ausgeschissen.
So, Reset Car, gucken wir uns mal an. Oh ja, hier, den hatte ich vorhin auch. Lalalala, lalalala. Richter entscheidet nein. So, Repair All. Ja, und das soll es jetzt auch erstmal für die erste Folge gewesen sein. Ich sehe gerade, 15 Minuten sind um und es ging einfach nur so schnell, weil es hier so viel gibt, was man machen kann. Ja, in der nächsten Folge, ich überlege, ob ich hier noch ein bisschen rumspiele. Oh, cool, warte mal, das nehme ich noch mit rein. Da war ich vorhin auch noch nicht gewesen. Na los, na los. Ah, die Steuerung ist manchmal ein bisschen träge. Aber man weiß ja selber, man weiß ja selber nicht, wie man sich fühlt, wenn man in so einem Auto sitzt. Ja, die erste gut umgangen. Ich wollte die zweite, weil hier die Fässer noch stehen. Juhu, bam. Ja, war jetzt nicht so spektakulär. Ich dachte, hier wird man wieder übelst weggeschleudert. Ja, gut, das war's dann erstmal für die erste Folge. 16 Minuten sind jetzt rum und... Ja, wie ich gemerkt habe, wollt ihr ein bisschen mehr sehen von Wreckfest. Ich dachte mir sowieso, ich mache da ein Let's Play draus. Hier bleibt man, glaube ich, voll hängen. Oh, nee, doch nicht. Hier macht man alles Schrott. Juhu. Ja, und das soll erstmal der Abschuss gewesen sein. Der Abschuss. Und ihr seht mich dann in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.